Ist noch ein Höhleneingang. Wo ist noch ein Höhleneingang? Nee, war das der? Unten rechts, wenn du jetzt runter schaust, rechts runter Ja, guckst. das ist unser. Da steht Das doch war ja die Fahne schon davor. Vereinse, ne? Steht doch die Fahne davor. Das andere ist ja alles. Ja, alles irgendwie scheiße. Ein bisschen. Gucken wir mal hier. Unterfalle bin ich tot oder besser. Ich meine, ich habe keinen Leiter dabei, ne? Ich nicht. Du auch. Hätte ja Sinn gemacht. Ja, schon schön war es irgendwie. Anhaltspunkt. Also, ich sehe von hier aus nirgendwo noch einen Eingang. Im Westen ein Hügeleingang. Aber Grabraub, ich meine ganz ehrlich, da unten liegt ein Gerippe. Wie viel Grabraub soll es denn noch sein? Ja, stimmt. Ich meine, da passt ja eigentlich alles, ne? Das verstehe ich jetzt halt nicht so wirklich, was da jetzt das Problem ist. Problem. Eigentlich müsste man doch eigentlich so. Das hat weh. Kann So. er fliegen? Richtung Gefäß noch mal So, ich habe jetzt biegen. leider keinen. Nein, das ist Kiesel, das bringt mir nichts. Das ist eine Trinkflasche, kann man vielleicht ein bisschen was finden. Muss hier einfach mal runter. Ah, hier kann man die Schale sehen, die hier festhängt. Fühler gucken raus. Hier nicht. Wieder die Milbenalarm hier oder was? Gifttrink. Nee, das ist auch das. Aber ich glaube, das ist nicht die Agro, die ich gerade habe. Oh, das ist eine fiese Wolfs. Raus aus dem. Oh, ich brauche einen Verband, ich Wie bin viel verletzt. Grabraub kann es noch sein, als das da ein Gerippe liegt? Das frage ich mich jetzt gerade. Also, ich meine, Ja, also das noch Gerippe mehr konnten wir auch Grabraum nicht geht irgendwie ja nun eigentlich nicht, bearbeiten. oder? Hä? Gerippe konnten wir auch nicht irgendwie bearbeiten, ne? Ne. Ich frage mich halt, einen durchwurzelten Gang sind wir ja nun auch nicht wirklich durchgegangen und roten Gang auch nicht. Oh, das Trommeln ist weg. Dann lauf mal weiter westlich an der verseuchten Tonne entlang, ob wir da irgendwas finden. Ich laufe, ja, ich bin hier drüben gerade. Ich Hinten bin, einmal aber ich sehe es nicht hier. rumgelaufen. Ich laufe einfach mal da entlang. Guck mal. Ja, Agro. Was denn Lauf? Ich muss über die Leber gelaufen. Oh. Ach, da eine Milbe. Hier laufen total viele Milben rum. Das ist natürlich insofern ganz gut, als dass wir für diverse Dinge später auch wieder den Milben-Scheiß brauchen. Wieder ein Bombardierkäfer. Da ist schon wieder einer, der sich nicht. Ah, oh, er kann sich doch wehren. Das ist shit. Das ist aber nicht schön. Er besprüht mich mit Säure. Machen hier unten. Um diesen verseuchten Bereich zu begehen, bräuchte man irgendwie so eine Gasmaske, irgendwie Ja, so einen genau. Muskelkäfer. Ne? Dafür brauchst du Rüsselkäfer und noch irgendwie. Aber hier ist er. Ich bin ganz alleine ein Bombardierkäfer. Ich glaube, hier ist so ein Walkman. Hast du den schon mal gesehen? Aber ich habe gerade Schaden bekommen, weil ich in blöde verseuchte Gebiete reingelaufen. Ich habe keinen Schimmer, wo wir hier hin sollen. Hier ist ja nichts. Warte mal, was ist das hier? Sandmehl. Und hier durch, bitte.
Schade, ich dachte gerade, hier ist so ein Spalt zwischen zwei Holzplatten. Aber war nichts. Das ist ja ein bisschen frustrating jetzt gerade, ne? Ja, ich wusste, was Neues entdeckt habe. Das kenne ich noch gar nicht. Ich verstehe so. Ich schnarche. Ach, da oben ist schon wieder ein Bombardierkäfer. Wenn man hier durchgeht, kommt man wieder ins verseuchte Gebiet rein. Hier in die Pfütze ist, glaube ich, auch nur. Na, da kann man auf den Boden gucken, das ist Quatsch. Oh, ich habe was gefunden. Komm nicht. Doch mal zu mir. Ich glaube, da können wir vielleicht zu Level weiterkommen. On my way. Hä, da ganz hinten? Meinst du? Ah, da ist nicht so. Also aus dem Walkman unten drunter ist irgendwie was. Was ich. Ja, ich muss richtig aufheben. Wo bist du denn jetzt hingerannt, sag mal? Das könnte eventuell ein Chip sein, ich bin mir nicht sicher. Oder eine Uhr oder sowas. Also es könnte vielleicht auch ein neues Outfit fürs Display sein. Da gibt's immer mal wieder welche. Alter Schwede, wie weit bist du denn weggelaufen? Ja, ich wollte einfach. Hier ist ein infizierter Rüsselkäfer. Hier ist alles total verseucht. Oh mein Gott! Ich bin halt am Rand der Tunnel lang gelaufen, aber ich wollte nicht in diese Gaswolke rein. Hier wird fett gebettelt gerade. Ja. Ist hier noch? Wo irgend so ein Loch zum Reinmarschieren? Armin! Wurzelgnome, klein und gemein. Ja, das trifft nur auf Kandas. Bitte? Oh, Armin, ja. Armin. Oh, Armin, was. Oh, ja, stimmt. Das ist ein total stylisch gemachter Walkman. Ja, ganz toll. Ich glaube, der ist Beta. Nee, Alpha. Hier unten drunter läuft was Schönes. Schönes? Ja. Ja. Sad Stab. Das ist eine Skin, die kannst du über deinen Hut legen, sozusagen. Ja, super, das habe ich jetzt überlassen, so bin ich die Mutter. Ich glaube, das hast du jetzt auch gerade gekriegt. Ja, ich bin ja nicht so gierig. Ich habe keine Ahnung, was dieses Grabraubding sein soll, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, mehr als ein Skelett. Mehr als so ein Skelett in so einer Höhle, Grabraub kann es ja nun auch nicht sein. So, und dann ist da aber nichts in der Höhle. Das finde ich ein bisschen. Finde ich ein bisschen strange, muss ich gestehen. Ach, hätte ich mal einen kleinen Zaun gezogen. Ja, dieser Under Construction, ja. Das werden wohl die Spieleentwickler geben. Genau. Oh ja, genau. Hier ist schon Todeszone. Oh, ich verreck gleich. War schon giftig alles. Das kann nur diese eine Höhle sein, aber ich weiß nicht, wo da was sein soll. So nicht fertig. Nee, ja, das ist ja eine der ersten Burger-Quests. Die kann irgendwann ganz ehrlich. Wir haben zwei Quests oder so haben wir bei ihm abgeschlossen jetzt. Es kann ja nicht sein, dass eine der ersten Quests verbuggt ist. Du kannst ja nur zwei annehmen bei ihm. Ach shit, jetzt bin ich wieder voll. Also ich könnte mich schon aufs Klo gehen. Ich mach gerade so Häschenohren in die Luft. Was jetzt? Der will jetzt schon wieder was von mir. Da, eine Samtmilbe ist das, glaube ich, oder? Wo ist sie? War doch gerade noch da. Ich hab's gerade gesehen. Boah, eine Akku-Armreise, was für eine. Und alles voller Ameise hier. Wie, Mann, ist einfach. Ja. Was? Ach, das ist der Rasenspringer, da waren wir, glaube ich, schon mal. Oh, und die fixliche Riesenspinne. Also, mein Speer ist gleich hinüber. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich muss mich auf dem Rückweg machen. Keine Chance. Ja. Essen habe ich gerade eben noch.
Ja, Getränk ist mir auch aus. Ich habe noch ein bisschen Limonade. Aber ich habe nichts zu trinken. Ja. Ist ja komisch, das verstehe ich nicht mit dem Grabraum. Das verstehe ich wirklich gar nicht. Ja, jetzt renne ich hier natürlich direkt in die Soldatenameisen. Ja, weiß ich. Hier ist ein durchwurzelter Grab. Das ist das Stadtgebiet. Ach, ich hab's umgekümmert durch das Gras. Bedeutet, ich renne gleich irgendeine Dreckspinne vor die Füße. Nein, okay, glaube ich gerade auch. Ne, da hinten. Ah, das ist dieses ja. Ja, ja, das war schon eine Spinne, alles klar. Ich bin hier auch gerade fast. So, aber hier haben wir ja unser schönes Rescue-Treppchen gebaut. Gut. Ja, das Gras nachgewachsen. Finde ich auch ein bisschen ungünstig, dass wenn du Gras weghaust und so, du baust da was hin, dass das Gras einfach wieder neu kommt. Wächst dir dann halt quer ins Haus rein. Schade eigentlich. So, hier haben wir unseren Überflieger quasi. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich noch, bevor ich verdurste, wieder nach Hause komme. Ja, ich bin mir so sicher, dass wir an der richtigen Stelle sind, aber ich bin mir so sicher, dass da irgendwas schief läuft. Ja. Grabraub, ich weiß, vielleicht hört Armin ja noch zu und hat eventuell eine Idee, was mit der Grabraub-Quest ist. Aber irgendwie ist in der Höhle nichts. Ja, ich denke, wir haben uns alles gedenklich angeguckt. Wir haben alle Spinnenbeutel aufgehackt. Aber immerhin. Das liegt aber hier direkt vor unserer Base läuft ein Marienkäfer rum. Ja, ich habe schon Kopf gefunden, aber wenn ich noch einen mit sein muss. No water filtration tablets needed. Das Wasser nehmen beide. So. Das heißt, ich habe auf jeden Fall erstmal schon mal wieder zu trinken. Und wieder schöne Nacht. Oh, nö. Schon wieder. Und 6-mal Seil. Truhe. Dann können wir das Ding hier auch endlich fertig bauen. Ah, sehr schön. Unser Trockengestell ist fertig. Dadurch, dass wir gerade so viele Bombardierkäfer geplättet haben. So, Insektenteile. Das sind Insektenteile. Baumwanzenbrocken sind Insektenteile. Pilzauswuchs ist etwas, das aus einem Insekt herauskommt. Genauso wie das und das und das. Es kommt in die Truhe. Pilzauswuchs haben wir da unten noch. So lecker. Das ist meine Lieblingstruhe hier. So, 10 Spinnenseide haben wir da auch noch. Ich weiß noch, wie wir am Anfang um Spinnenseide gekämpft haben, weißt du, und jetzt können wir uns damit sowas von totschmeißen. So, ach Gott, das war der Tautropfen oder was das auch immer ist. Ja, ich habe auch Spinnenseide. Ach komm. Ja. Hier habe ich auf jeden Fall mal ein bisschen Gestein. Damit kann ich den reparieren. Spinnenbrocken. Den kann ich damit reparieren. Baumwanzenbrocken habe ich auch. Hier habe ich Bombardierkäferbrocken. Dafür. Deckt sich gut. Und ich habe natürlich was ganz Wertvolles, ein Marienkäferkopf. Natürlich auch mal in die Käferbox. Ach du Scheiße, um die Zweier-Axt zu reparieren, braucht man 2 Quarzit. Das ist heftig. So. Du da
Ich brauche Quarzit. Mein Gott, ist Quarzit. Quarzit ist hier in der Truhe, an der ich stehe. So, haben wir repariert, haben wir repariert, haben wir repariert. Das brauche ich noch nicht reparieren. Den Hammer braucht man auch nicht wirklich häufig. Eine zweite Fackel sollte man vielleicht nochmal wieder mitnehmen. Zwei Pfeile habe ich hier noch aufgehoben. Dann ist die achten Steine. Die tue ich hier in die Pfeilekiste zurück. So. Was wollte ich jetzt machen? Ah, nochmal. Was wollte ich gerade? Eine Fackel. Eine Fackel. Herstellen. Ein Werkzeug. Ein. Die blöde Fackel. Da. Zwei Sprösslinge, ein Saft, grobes Seil und trockene Gras. So, alles repariert vom Feind. Sprösslinge, trockene Grasbrocken, Seil. Und was hatte ich jetzt noch gesagt? Welche Kiste bist du gerade? Ich bin in der Kiste jetzt gerade drin gewesen, jetzt nicht mehr. Guck doch mal rein, ich hab da irgendwas, ich kann damit nichts anfangen. Warte mal ganz kurz. Du hast hier? Ich schicke mir nur D723 Items. Items. Und ein Ausrufezeichen dran. Einfach mal unten ins Labor schmeißen. Und geh doch mal gucken. Ja. Das sieht aus wie so eine Antenne von einer der Wanzen. Ja, das Spiel ist halt noch nicht fertig, ne? Oh. Das wussten wir. Ah, oh, komm, geh weg, du. Beschimpfst du wieder einsame Spinnen? Okay. Mit Anal dosiert. Schon geblupst. Knochendreizack. Wollen wir mitmachen. Okay. Noch Knochendreizack? Ja. Aber wie gesagt. Bestimmt ein Werkbankwerkzeug. Knochendreizack. Knochendreizack. Eine unterwassertaugliche Waffe aus Knochen. Wer ist der tollere Mini-Poseidon? So, dafür brauchen wir versunkene Knochen. Dann eben einmal diese DE733-Items. Also ich würde meinen, das sind halt einfach Wanzenkühler oder was auch immer. War sie nämlich einig, wie sie es nennen sollen? Seegrasfaser brauchen wir auch. Na, ich muss doch mal in die Käferkiste. Genau. Da habe ich es auch entschmeißen. Ach, man gehört. Woher sollte ich wissen, was mit der Mission ist, an die Generation Zero? Achso, ich dachte, du hättest das Spiel schon so weit durch. Aber ich glaube, du hattest irgendwann mal gesagt, das wäre dir noch nicht ausgefüllt genug, das Spiel. Kann das sein? Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, was jetzt Ziel des Ganzen sein soll. Ja, das bin ich ein bisschen überfragt gerade. Weiß ich nicht. Gerdi ist gerade auch nicht da. Ich meine, die hatte gesagt, sie hat die Burger Quest alle schon durchgespielt. Ich habe nichts dagegen. Wenn die Quest ein bisschen anspruchsvoll ist, aber das würde ich jetzt einfach mal meinen, ist gerade passiert nicht das, was passieren soll. Weil jetzt passiert ja gar nichts. So. Einmal neu ausstatten, bitte. Wir brauchen ordentlich was zu essen. Das heißt, ich suche mir jetzt draußen erstmal irgendwie zwei Läuse oder sowas. Wenn hier irgendetwas freundlicherweise so nett wäre, da läuft schon mal ein Rüsselkäfer durchs Bild. Das kann er. Ja. Und da unten schlummert der Marienkäfer.
Mit den Marienkäfern muss man übrigens richtig aufpassen, wenn die ragen und nach allem hacken, dann brennen die hier auch alles an gebautem Zeug um. Okay, also gibt es die, nicht, wenn die loshacken, das habe ich beobachtet, als ich da hinten diese Interimstreppe stehen hatte. Der hat eine Laus verfolgt und hat hier echt alles platt gemacht. Ja. Hat mir die Treppe eingerissen und alles. Wir waren noch. Ach, okay. Ich weiß, wo es ist. Es ist mir gerade so eingefallen. Okay. Da, es ist dir gerade so eingefallen. Also da werde ich schon mal sehr hellhörig bei. In diesem Ameisenhaufen, diese Agro-Ameisen sind, wo die erste Feder da gefunden haben. Ja. Da müssen wir rein. Aha. Das ist ja gerade so eingefallen. Das ist, ich weiß auch nicht. Man hat mal solche Erleuchtungen. Also ja, es gibt ja so dieses Phänomen, dass auf der Welt gleichzeitig verschiedene Menschen die gleiche Idee haben. Das ist auch Zeitqualität und das ist mir gerade einfach so zugeflogen. Ja. Muss mein Handy weglegen. Ja. Dafür habe ich mir jetzt zur Strafe, habe ich mir jetzt den Fliegenbraten genommen. Okay. Müssen wir halt unten längs gehen, hoffen, dass wir ein, zwei Läusen über den Weg laufen und die können wir dann am anderen Ende braten. Ja, ich bin da leider. Ach, liegt ein Eichelbrocken. Eichelkäse heißt es, oder? Ja. Eichelbrocken. Achtung, Achtung. Hieß es ihr Channel-Moderator. Solche Sachen will ich hier nicht hören. Warum liegt hier eigentlich ein Unkrautstängel rum. Ach ja, genau. Oh ja, ich hab ja hier vorne steht ja so ein Unkrautstängel. So ein zähes Unkraut, kräftiges Unkraut. Habe ich weggehauen mit unserer tollen Zweier-Axt. Alter Schwede, sind da viele Unkrautstängel rausgekommen. Ich dachte, das wird nie wieder auf. Was bauen will, muss ich keinen Wolf farmen, ist auch schön. Gut, muss ich Pilze essen? Ich muss so, und denk dran, dass du, genau, Pilze wollte ich jetzt gerade auch noch irgendwie. Getränke, jetzt esse ich noch mal was ein bisschen und dann werde ich noch was trinken und dann. Ja. Denke ich, können wir ja dann auch demnächst los. Okay. So. So, der blöde Marienkäfer, der geht mir jetzt ja auch ein bisschen auf den Keks. Ne? Das ist natürlich die Frage, ob wir die Nacht nutzen und den Marienkäfer platt machen. Ach, der ist noch ein bisschen entfernt, oder? Aber jetzt, siehst du, jetzt geht er nämlich voll aggro auf die Laus los. Müssen wir nur zusehen, dass die blöde Laus hier nicht bei uns kommt. Ich muss die Laus killen. Ja. Frage ist, wo die ist, da. Gibst du Laus? Laus tot. Ausgelaust. Aus die Laus. Genau. Laus hat sich gerade verabschiedet. Ladies and Gentlemen, the King has left the building. So, also. Ja, dann geh doch einfach mal. Ja, finden wir es noch. Du hattest ja eine Eingebung. Ja, ja. Es ist nur wieder mal dunkel und ich glaube, was so die Richtung war, oder? Rechts war eine Spinne, welches Kind? Ist ja aufregend hier. Ach, so aufregend. Aha. Ja. So, ja. Hier hätten wir auch direkt hingehen können. Ja, habe ich mir auch gedacht. Wo sich da oben auf der Spinne, auf dem Blatt, war es vorher eine Spinne auf dem da. Aufpassen. Und wo willst du jetzt hin? Hier rein oder was? Du suchst so einen großen Ameiseneingang, ne? Oder was suchst du jetzt? Ja, genau. Okay. Weiß ich gerade gar nicht, wo der ist. Ist der hier? Schon wie geht's westlich. Dann nach oben? Ja, wir sind schon gar nicht mehr so verkehrt. Hey, hier sind die komischen Tic-Tac. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Wir haben da, ja, genau, wir haben da eigentlich auch
eine Flagge gehisst, soweit ich weiß. Ach, oh, da liegt ein hinter dem Braten dran. Nee, Ja, schade. stimmt. Wir hatten da eine Flagge gehisst, aber Genau, aber die ist ja auch nicht, aber das die war ist ja auch aber auch nicht irgendwie. mehr zu sehen. Genau, du hattest die Flagge nicht eingestellt. War eine Quest. Du warst so weit weggerannt, sag ich mal in Anführungsstrichen, dass du keine Flagge gehisst hattest. Du hattest die nur da oben aufgebaut, weil wir die ganze Zeit angegriffen worden sind. Ich Hattest die da schwöre oben drauf. reingerannt und sind wir weggelaufen. Ja, doch, doch, doch. Ich erinnere mich. Ganz vage. Mal, da ist das alles nicht so einfach. Was haben wir da? Das sieht aus nach einer Soldatenameise. Fußabdruck. Ja, ich habe es gefunden, glaube ich. Hier zu mir musst du kommen. Hier zu mir. Ah, hier ist alles voller Soldatenameisen. Oh. Da ist gerade eine Rabenfeder gespawnt, offensichtlich. Nein, die ist heruntergefallen. Ein Raben, der Mauser ist. Genau. Ah ja. Ja, schaut gut aus. Da oben. Problem ist, es ist alles voller Soldatennamen. Speicher mal kurz. Geht mich hacken oder? Ich speichere mal eben. Nicht, dass das hier wieder in Frust aus. Ah. Ach, sag mal. Böses Mistviech. Böses Mistvieh? Ja, auch Aha. liebes Mistvieh sein, ne? Okay. Gibt es so Lockmittel? Können wir die vielleicht so ein bisschen betören, dass sie dann das Lockmittel rumtüdeln? Ich habe keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Aber das wäre ein Weißt du, dass sie bisschen jetzt gerade alle da haarig. hinten rumstehen? Die Frage ist natürlich, ob wir an denen vorbei jetzt irgendwie da doch hochcreepen können. Ich versuch das einfach mal. Ich laufe da jetzt mal hoch. Ein, zwei Da können wir unten schon. steht direkt eine, ey. Sag mal, wie sollst du das denn schaffen? Das ist auch Versuch da erstmal eine. rein zu laufen einfach. Ja, hier, toll. Hier liegt mitten im Gang liegt hier so eine alte Feder. Kommst nicht durch. Cool. Ach du Scheiße. Du Aber Scheiße. die sind ja. Oh, ne, die eine nicht da. Die da hinten nicht. Wo bist du? Hier. Hast du eine Fackel dabei? Nee, aber ich sehe Das ist. genug. Also Okay, wir müssen bist direkt gucken, hinter irgendwo mir, muss irgendwas da liegen, ne? Diese Chips sind ja ja? nicht sehr sonderlich groß. Okay. Wir müssen erstmal gucken. Glücklicherweise. Oh, da hinten ist ein Upsi. Wissenschaftsblopsi. Unter Wasser habe ich gerade gesehen. Also. Scheiße, hier finde ich noch nie wieder zurück. Es geht nach oben, das heißt, wir kommen auch wieder raus. Wisst ihr, finden. Das wäre möglich. Hier liegt irgendwas, Okay. irgendwelche komischen Teile. Hier liegen Knochen. Ah, okay. Ich mache uns mal gut. Und Oh. da liegt das, oder? Wechsel dich gerade hinter mir? Spinnst du? Heute was? Bienenschienenpanzer. Machen wir einfach mal mit. Aha. Minenschienen. Habe ich auch eine Fackel Minen. dabei? Minen ist ja cool. Habe ich auch eine Minen Fackel habe ich hier noch dabei? gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich Give me a bin. second to let my eyes adjust to that. Ach, guck, da war auch Give me a was. second, let my eyes adjust to that. Oh, ein Riesenplopsi. Hier liegt noch ein Blobsy, genau. 500 Punkte. Oh, wir sind. Bist du in die eine Richtung und ich in die andere Richtung? Ein Ameisenei. Was? Ameisen. Oh. Ach du großer Gott, das ist ein riesig. Ein Big Du? Cave. Wir bleiben hier zusammen. Da Ach oben Gott. hat mich eine riesige Ameise entdeckt, I'm hungry. wo ich ein Ameisenei geklaut habe. Upsi. Oh, hier liegt noch was? Scrap? Okay. Ja, wir haben es gefunden. Nee, ist ein Farbschiff. Nee. Das Ach, ist nur schade. ein Farbschiff. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch zum Reinspringen. Hier. Wollen wir da reinspringen? Das ist Ah! der rote Gang dann auch. Ja, wie ist es? Hier ist es, hier ist es.
den Burgenschiff. Ist es das? Ja, das ist das. Ja! Oh, und hier ist was zum Essen und hier ist auch ein... Minze, ein zweier Hammer, haben wir nicht. Ah, super. Ja. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Auch wahrscheinlich irgendwie. Ja, wir haben den Ameisenhügel gefunden. Aber das ist der Burger Chip Ameisenhügel. Wir sollten den Burger Chip Grabraub finden. Den haben Grabraub, wir nicht gefunden. Doch, ich soll hacken dran. Finde den Burger Chip Grabraub. Hä? Finde, liefere den Chipper Burger ab, finde den. Jetzt brauchen wir den Dschungel, denkst du. Also müssen wir hier wieder raus. Jetzt müssen wir nur noch wieder einen Weg rausfinden. Hier können wir schon mal den Hammer zücken und noch mal ein bisschen Quarzit mitnehmen. Genau. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Wenn wir schon da sind. So, hier laufen wieder Ameisen rum. Oh! Chef-Ameise. Lauf! Boris, lauf! Shit, Alter. Geht's hier? Ah, ich hänge eine Ameise fest. Ich hoffe, dass es hier längs geht. Ah, oh, guck mal, hier können wir noch Quarzit abbauen. Ja, mach mal. Ich glaube, warte. Mach mal. Oh ja, hier ist aber wieder die Feder. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, ich bin mir auch halt. Boom. Ah, fein. So, okay, das haben wir geschafft. Hinter dir sind zwei Ameisen hier. Dann können wir zu Burgle gehen, oder? Wir haben aber eigentlich noch eine Quest offen, ne? Finde die Möglichkeit, in der Tiefe den Schrauben zu schummeln. Nee. Ach, Dschungeltempel. Aufgaben, da, Dschungeltempel. Und da verstehe ich nämlich gar nichts. Dein Preis erwartet dich tief unter dem Blätterdach des Dschungels. In einem überwucherten Tempel nur erreichbar über Zweige und Lianen. Er ruht neben dem Metallarm des einst schlagenden Tempelherzen. Also für mich, das Blätterdach des Dschungels, da waren wir letztes Mal, oder? Diese Blaubeerbüsche. Und da kommst du nämlich tatsächlich nur über Zweige und Lianen nach oben. Das ist das, was mir auch dazu einfällt. Das Einzigste. Ist natürlich auch, was er ruht direkt neben dem Metallarm des einst schlagenden Tempelherzen. Tempelherz könnte ja vielleicht die Batterie sein? Die Batterie, die da rumlag? Also, weiß ich jetzt nicht. Ich guck mal ganz kurz in mein Inventar. Die Made müssten wir identifizieren. Fackel habe ich noch 1,5. Wollen wir direkt von hier aus starten oder wollen wir erstmal zur Basis zurück? Der Weg führt sowieso durch, oder? Ja. Gut, ich weiß nicht, Getränke habe ich eigentlich noch genug. Futter wird ein bisschen knapper mehr. Ja, aber der Weg führt ohnehin direkt durch. Also gehen wir jetzt nach Hause. Nach Hause. Reducen einmal, gucken, ob wir hier irgendwo. Ob uns noch eine Laus über den Weg läuft oder so. Schön kriegen können, ja. Ansonsten kommen wir noch ein paar Eicheln vorbei. Können wir auch ein paar Eichelbrocken mitnehmen. Du, wir haben die ganze Kiste ist voll mit Pilzen und Eicheln. Also da brauchst du wirklich nichts mehr zusammensammeln. Das mit Läusen eh nicht gut. Ich esse Eichel, ich bin Veganer. Ja. Wahrscheinlich, ey. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, bei dir wird man auf offener Straße abgestochen, wenn man irgendwas von vegan behauptet, oder? Nee. Was? Was? Du magst gar Schweinshaxe? Ey, ich bin Franke und kein Bayer. Alter, was soll das? Die scheiß dreckigen Kleeblätter hier. Alter. Ja, die Kleeblätter können schon ganz schön. Okay. Aber wir haben nichts zum Grillen. Ich hab was gefunden. Hier lief nämlich gerade so ein Rüsselkäfer durch die Gegend. Und hier fliegt eine Fliege. Ich hole einfach Pilze. Pilze beim Essen kosten die, glaube ich, immer so ein bisschen Wasser. Eichelbrocken habe ich auch genug. Ein paar Pilze, ja, ich bin nicht ganz. Oh, das Rüsselkäfer. Schluck. Ja, ich habe gerade der Ameise den Rüsselkäfer vor der Nase weggeschnappt. Vor dem Rüssel weggeschnappt. Ja.
So, braten. 1, 2, 3. Ich habe hier 3 Sachen zum Braten. Eine davon hätte ich gerne, die anderen beiden kannst du haben.